könnt ruhig alle mithelfen. Das macht's einfacher. Also ja, Palegina ist angeschlagen. Wir müssen auf jeden Fall zwischendurch mal rasten. Die Wolken über den Klippen. Oh. Gaffold, der Tungbull, kehrte nach Dürfurt zurück, wo er mit viel Feindseligkeit empfangen wurde. Die Situation aber entschärfen konnte. Dank deiner Hilfe konnte er seine Schulden zurückzahlen. Die Wolken über den Klippen der Nordlandschaft spiegeln sich auf der schimmernden Oberfläche dieser Adrassäule. Eine Treppe windet sich den Berg hinauf. Du steigst mühsam höher und höher. Die Aussicht ist beeindruckend. Nach einem kurzen Stück wird dein Fortschritt allerdings unterbrochen. Ein großer Felsen scheint von oben auf den Pfad gefallen zu sein und liegt nun mitten in deinem Weg. Die Gegend untersuchen. Der Felsen liegt eng an der Felswand, sodass du auf dieser Seite nicht an ihm vorbeigelangst. Auf der Seite des Anfangs ist jedoch gerade genug Platz, um auf die andere Seite zu gelangen. Der Fels hat bei der Landung jedoch die Stufen darunter zerschlagen. Weggehen erstmal. Das bringt mich nämlich hoch in den Hyela-Tempel. Wo ich ja erstmal noch nicht hin will. Und hier haben wir Jäger, meinen Hirsch. Du kommst an eine Lichtung und siehst eine Gruppe Glamfantane in einem großen Kreis dastehen. Sagani schaut vor dem anderen Figürchen zu den Jägern und versucht eine Verbindung herzustellen. Währenddessen drehen sich die Jäger um und bemerken dich. Die Bogen werden gezogen. Was machst du hier? Kommt einem von euch der Name Persok bekannt vor? Immer mit der Ruhe, wir suchen nur nach jemandem. What business does an Estramor have with the fangs? Was hat ein Estramor mit den Reißzähnen zu schaffen? Sie drehen zur Seite und wenden sich dir zu, und als sie das tun, siehst du hinter ihnen etwas auf dem Boden liegen. Inmitten der Fahne liegt ein weißer Hirsch. Sein glänzendes Fell wird von dunklen Blutflecken verunstaltet und seine Flanken zittern mit schnellen, flachen Atemzügen. Du spürst eine Gegenwart in dem Biest, etwas Uraltes und Vertrautes. Bevor du aber sprechen kannst, stürzt etwas zu Boden. Du siehst nach unten und blickst den Adra-Bär, dessen helle Augen flackern. Auerochsschatten. Sagani schließt zu dir auf. Ihre weit aufgerissenen Augen starren auf den sterbenden Hirsch. Das Figürchen. All diese Zeit und sie hat uns nur einen Augenblick zu spät hierher geführt. Als einer der Jäger einen Schritt vorgeht, hegt Sagani ihren Bogen, in dem ein Pfeil angelegt ist. Any closer and you'll bleed out next to him. Noch einen Schritt näher und du wirst neben ihm ausbluten. Ihre Stimme ist leise und bebend. I never thought I'd prepared myself to meet a stranger. To share the honor and history of my village with someone who had no knowledge of us. Even someone who'd scorn our way of life. Als sich die Jäger zurückziehen, senkt sie ihren Bogen. Ich hätte nie gedacht. Mehrere Sekunden lang beobachtet sie die angestrengte Atmung des großen Biests. Ich hatte mich darauf vorbereitet, einen Fremden zu treffen, die Ehre und Geschichte meines Dorfes mit jemandem zu teilen, der sich an uns erinnert. Vielleicht sogar jemanden, der unsere Lebensweise verachtet. Wenn du das tun willst, dann musst du dich beeilen. Beende es, bevor es zu spät ist. Nichts sagen. Also wirst du ihm nur beim Sterben zusehen. Wenn du das tun willst, dann musst du dich beeilen. I was going to tell him about the years of abundance in Masuk. How his granddaughters have hunted caribou and his grandsons made our walls strong. But he'll be gone in minutes. Ich wollte ihm von den Jahren im Überfluss in Masuk erzählen, wie seine Enkel Linnen Karibu jagten und seine Enkel unsere Mauern stark machen. Aber er wird in wenigen Minuten sterben. Es spielt keine Rolle, was du sagst. Er liegt im Sterben und du tust das für dein Dorf. Erinnere ihn an seinen Einfluss auf Masuk. Erzähl ihm von seiner Familie. Vertraue auf deine Instinkte. Sie holt die Flucht. Er muss wissen, dass sich Masuk an ihn erinnert. Sie kniet sich neben den gefallenen Hirsch, legt ihm ihre Hand auf den Kopf und beginnt zu sprechen. Sie berichtet Persok über Jahrzehnte des Wohlstands und vom Getreidehandel, der durch lange Winter
der sie durch lange Winter gebracht hat. Sie trägt die Geschichten über ihn vor und spricht über die Älteren, die in seinen Fußstapfen gefolgt sind. Schließlich stößt der Hirsch seinen letzten bebenden Atemzug aus und liegt dann still. If you finished your chanting, we need to get to work before the meat spoils. Als Sagani aufsteht, dreht sich einer der Jäger zu ihr um. Hast du deine Gesänge abgeschlossen? Wir müssen an die Arbeit gehen, bevor das Fleisch verdirbt. Have you no respect? A great soul inhabited this body. Sie schaut mit Grämen, Schrecken und Zorn in ihren Augen auf. Du hast keinerlei Respekt? Hast du keinerlei Respekt? In diesem Körper wohnte eine große Seele. Sie nimmt das matte Adra-Figürchen. And it's gone now. What's left is our kill. Und jetzt ist sie nicht mehr. Übrig ist jetzt nur noch unsere Beute. Ja, du schuldest Sargani eine Entschuldigung. I want nothing from the tongues of these carrion eaters. Ich will nichts von den Zungen dieser Aasfresser hören. Coming from people who revere stones and long dead Adra. Und sowas kommt von jemandem, der Steine und längst toten Adra verehrt. She slanders the builders. Sie beleidigt die Erbauer. Sagani, das ist kein Blutvergießen wert. Lass uns alle ruhig bleiben, es gibt keinen Grund für einen Streit. Das ist kein Blutvergießen wert. This is about my people, our way of life. If that's not worth blood, I don't know what is. Das hier geht um mein Volk und um unsere Lebensart. Wenn das kein Blut wert ist, dann weiß ich auch nicht. You Estramoran are full of useless talk. Die Glafantalen nehmen ihre Waffen hoch. Ihr Estramor seid voller nutzlosem Geschwätz. Ja. Die lange Jagd ist abgeschlossen. Oder? Wir fanden den Adra. Wir haben Persok endlich gefunden. Er war ein Hirsch, der von Jägern verwundet worden war. Sagani erzählt ihm dennoch von der Veränderung, von den Veränderungen, die Masuk durchlaufen war und sich die Dörfer an ihn erinnert hatten. Ich glaube, dass die Prüfung sie in dem, was sie als Sinn ihres Lebens ansah, bekräftigt hat. So, hi. So. Yes? Dein Ruf in die Reißzähne hat sich verschlechtert, mäßig. Ja, Reißzähne sind neutral gerade. I'd be glad to. Nordlandschaft Höhle, okay. Auf den auf von geronnenem Blut und zerstampften Blättern gehärtem Boden liegt er mit Fliegen bedeckter Leichnam des riesigen Stalegear. Sein Körper wurde durchstochen und ist voller Schnittwunden, als ob er mit Speeren und Schwertern angegriffen wurde. Du berührst die Flagge des toten Stalegears. Eine Wolke Fliegen schwirrt in die Luft und plötzlich spürst du die verbleibende Essenz der Kreatur. Die Welt um dich herum wird ausgeblendet. Das Rudel rastet, Steine bieten den Jungen Schutz, die Bäuche sind voll. Du wendest dich ab und blickst über die Bäume hinaus. Der Mond bricht dir über ihrem schwankenden Blätterdächern hervor. Ein Geruch in der Luft lässt deinen Mund kribbeln. Du gleitest in die Schatten, der Geschmack der Jagd füllt deine Nase. Licht scheint auf die Steine bei dem Wasser, das Feld, Beute unten. Zwei Beine, Haare wie trockenes Gras, sie bewegen sich neben dem Wasser, das fließt. Dünne Beine, langsam, laut, ahnungslos. Sie hält einen scharfen Stock, zweibeiniger Jäger, schwacher Jäger. Beute. Näher, Beute, heller Mond, Beute in die Dunkelheit.
Schmerz, Schmerz in deiner Seite. Ein scharfer Stock ragt aus deiner Flanke. Du brüllst und schüttelst ihn. Er zerbricht auf den Steinen. Nasse Steine, dein Blut, Blätter rascheln. Du blickst dich um. Noch ein Zweibeiner, noch ein Jäger. Dicke Beine, leise Schritte, Streifengesicht, starker Jäger, Feind. Du springst, das Ziel ist der Hals. Er bewegt sich schnell. Deine Klauen finden Fleisch, reißen tief hinein, reißen es hinunter. Nasse Blätter, Zweibeiner, Blut. Er heult, er kämpft, lange Krallen durchschneiden die Luft. Sie schützen dein Fleisch auf. Mehr Schmerz, scharfer Schmerz. Du schlägst zu, er schlägt zu. Heißes Blut auf deinen Klauen. Heiße Schnitte auf deiner Brust. Die Welt wird rot. Deine Stärke verlässt dich und du kannst nicht atmen. Der zweibeinige Jäger blickt hinab, nasser Boden unter unser Blut. Scharfer Stock über deinem Kopf, heller Mond über seinem Kopf. Starker Jäger, die Welt wird dunkel. Also ja, das ist hier, Jägerbruder. Ich habe die Nordlandschaft erreicht. Hier waren Fjörum und Artwin gereist, um Jagd auf einen sagenumwobenen Stelgier zu machen. Und hier könnte ich auch Hinweise darauf finden, was sich während ihrer Jagd zugetragen hat. Ich habe die Leiche des riesigen Stelgiers gefunden. Er schlich sich oberhalb des Wasserfalls an und entdeckte Artwin unter sich. Dann wurde er von einem anderen Elf, sehe ich Fjörum, mit einem Speer tödlich verwundet. Der Stelgier kämpfte um sein Leben, starb aber im anschließenden Kampf. Ich habe zwar schon genügend Beweise über das Schicksal des Stelgiers, aber vielleicht kann ich noch mehr über die Ereignisse im Zusammenhang mit seinem Tod erfahren. So, dann rennen wir nochmal hier runter. Dann mache ich das noch schnell. Those wounds. They look like they came from a Stelgar's claws. Diese Wunden, sie sehen aus, als wären sie von, als hätten sie die Klauen eines Stelgier gerissen. Unter dem tosenden Wasserfall liegt die Leiche eines glafantalischen Elfenjägers, zertrümmert auf dem Felsen. Gebrochene Knochen ragen aus der Haut, doch du bemerkst auch tiefe parallele Schnitte in dem verrottenden Fleisch. Die Schnitte überdecken fast den gesamten Körper, als wäre er von einem Dutzend Klingen zerfetzt worden. Dieser Mann ist vermutlich schon vor seinem Stoß von den Klippen gestorben. Du berührst die Stirn des toten Elfen. Die violette Haut ist mit Wassertropfen bedeckt. Plötzlich durchfährt dich ein Blitz aus der verbliebenen Essenz des Jägers. Die Welt um dich herum verschwindet. Du schleichst leidlich durch das Unterholz. Der Mondschein berührt kurz seine Arme und beleuchtet sie fahl. Doch du rutschst schnell wieder in die Schatten der großen Bäume der Nordlandschaft. Dein Blutsbruder ist weniger geschickt, genau wie du vermutet hast. Sieh ihn dir an, schwach, blind, er verdient es nicht, den Ruhm dieser Jagd mit dir zu teilen. Es ist unzählige Jahreszeiten her, dass ein Stelgier wie dieser doppelt so groß wie gewöhnlich durch die Welt dabei Zwillingsrüben streifte. Artwin ist auf die List hereingefallen. Fast hast du Mitleid mit ihm, doch du bist überzeugt, dass er nur im Weg wäre, wenn das Töten beginnt. Am Fluss ist es sicherer, ihm dem Glauben, dass wir den Stelgier flankieren, sobald er herauskommt, um zu trinken. Aber diese Beute gehört dir allein. Der Stelgier ist größer, als du dachtest. Er steht furchtlos auf dem Kamm des Wasserfalls. Seine Silhouette schneidet ein monströses Loch in den Nachthimmel. Eine legendäre Bestie, ein wahrer Jäger. Deine Hand umfasst den Schaft des Speers fester, den du von deinem Vater hast. Er ist gut ausbalanciert, genau richtig. Du setzt zum Wurf an, du legst all deine Kraft hinein. Der Speer fliegt schnurgerade und trifft sein Ziel. Der Stelgier hat nicht einmal etwas gehört. Dein Blut spritzt zäh auf die Felsen, doch er scheint nichts zu spüren. Die Bestie greift an, der Mondschein lässt seine riesigen Kreischen aufblitzen. Deine Hände ziehen deine Klingen, ohne nachzudenken. Du stößt ihn nach vorne, um diesem Monster zu begegnen. Es ist schnell, es zerfetzt dein Fleisch. Du stichst in die Dunkelheit, die dich umgibt, wieder und wieder. Aber ihre Umärmung lässt sich nicht aufhalten. Ja, ich habe genügend Informationen über Fjörums Tod gefunden. Sein Bruder Redai wird sich bestimmt dafür interessieren. Ich kann ihn in der Passage der Sechs finden, im Viertel Herdlied von Zwillingsulm. Ich habe Fjörums Leiche gefunden. Seine verweinte Essenz liegt mir ein Teil seiner letzten Erinnerungen da. Im Versuch, den riesigen Stelgier selbst zu erlegen, legte Fjörum Artwin herein und kämpfte allein gegen die Kreatur, wobei er zu Tode kam. So, dann gehen wir jetzt zu der Höhle zurück und speichern da mal.
Und dann geht's hoch zum Hyela-Tempel. So, hier wird gespeichert. Das wäre jetzt, glaube ich, 33, ja. Play 033. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.